Die Schweiz ist mit ihrer einzigartigen Signalisation ein richtiges Wanderparadies. Wegweiser stehen jeweils an Ausgangspunkten, Ziel- oder Zwischenziel von einer Route oder an grossen Verzweigungen. Sie informieren über den aktuellen Standort, Ziel, die Wegkategorien und die Wanderzeit. Die Wanderzeit wird mit einer einheitlichen mathematischen Formel berechnet und dient als Richtwert. Die Formel berücksichtigt die Steigungsverhältnisse und die Distanz vor der Route. Die Wegoberfläche, die Fitness oder Pause werden aber nicht eingerechnet. Neben den Wegweisern gibt es auch verschiedene Zwischenmarkierungen. Sie zeigen unterwegs die richtige Richtung und die Wegkategorie an oder bestätigen den Weg. In der Schweiz gibt es ein rund 65'000 km langes Wanderwegnetz mit ca. 50'000 Wegweiserstandorten. Von den Zwischenmarkierungen gibt es schätzungsweise 250 000. Dass man weiss, wie schwierig ein Weg ist und welche Anforderungen man dafür erfüllen muss, gibt es 3 offizielle Wanderwegkategorien. Man erkennt sie an den Farben. Die einfachsten Wanderwege sind gelb markiert, die Bergwanderwege weiss-rot-weiss und die Alpinwanderwege weiss-blau-weiss. Jedes Jahr wird jeder Kilometer Wanderweg inklusive Signalisation kontrolliert. In diesen Kantonen übernehmen freiwillige Helferinnen und Helfer die Aufgabe. Wo nötig, tun sie Wegweiser reinigen, reparieren, neu montieren oder von Gestrüpp befreien. Farbmarkierungen werden aufgefrischt oder neu aufgemalt. Der Verband Schweizer Wanderwege mit seinen kantonalen Wanderwegorganisationen setzt sich für die flächendeckende und einheitliche Signalisation der Wanderwege ein. Dadurch können wir uns darauf verlassen, den richtigen Weg zu finden und die Schweizer Landschaften unbeschwert zu geniessen.